Markus Habermehl. Ohne Markus wäre mein Podcast nicht online. Das ist definitiv so. Ich bin Andrea Patzelt. Ich habe am 15. Juni meinen Podcast veröffentlicht. Die erste Folge, eigentlich die Nuller-Folge vom Premium Jobs Podcast. Und das war eine schwere Geburt. Ich habe ungefähr 1,5 Jahre darüber nachgedacht. In der Zeit 100.000 Podcasts gehört, mir überlegt, wie meiner sein könnte, aber ich bin wirklich nicht in die Hufen gekommen. Und dann habe ich mir von Tom Kaulitz die Podcast-Meisterschule gekauft. Das war Ende 2017. Habe die dann 3 Monate liegen lassen, bevor ich angefangen habe, die durchzuarbeiten. Habe die dann durchgearbeitet, habe dann angefangen, parallel mir so die technischen Voraussetzungen zu schaffen. Hab dann in einer der letzten Folgen ein Video gesehen, wo Markus Habermehl Formatieren erklärt. Und dann dachte ich mir, cool. Formatieren ist auch etwas, was du immer brauchst und was du nicht wirklich kannst. Und hab dann Kontakt aufgenommen mit Markus. Und Markus, ich weiß nicht, ob du das weißt, Markus ist auch Experte für Word und für Excel. Darüber haben wir zunächst gesprochen und im Laufe des Gesprächs sind wir auch darauf gekommen, dass Markus auch ja, einfach sehr hands-on die Podcast-Meisterschüler begleitet oder überhaupt Podcast-Schüler begleitet, ihren Podcast auf die Schiene zu bekommen. Und so habe ich 3 Tage bei Markus in der Schweiz gebucht. Habe das einfach gemacht, weil ich hatte einfach das Gefühl, er hilft mir tatsächlich, diesen Podcast zu veröffentlichen, den ich jetzt seit ja, Monaten im Kopf, aber nicht auf die Straße gebracht habe. Und ich bin dann in die Schweiz gefahren. Ich habe meinen Hund mitgebracht, großartig ist. Und wenn du die Gelegenheit hast, bei Markus im Haus zu wohnen, Markus und Melanie haben eine sensationelle Ferienwohnung, wo du auch, wenn du einen Hund hast, auch den Hund mitbringen kannst, was fantastisch ist. Weil diese Ferienwohnung, die hat ein Schlafzimmer, die hat ein Arbeitszimmer, eine Küche, ein Badezimmer und es ist sensationell. Also du fühlst dich sofort zu Hause und hast eigentlich da überhaupt keine Sorgen, weil du bist mitten in der Natur, du kannst spazieren gehen und hast dann den Kopf frei und kannst dann einfach dann in Ruhe dich darauf einlassen zu arbeiten. Ich bin bei Markus abends spät angekommen. Wenn du ihn nicht persönlich kennst, dann überlegst du dir erstmal kurz, ob du richtig bist. Mein Hund, Eni, hat ihn sofort geliebt und wir sind dann noch ein Stück spazieren gegangen, haben ein bisschen gequatscht und am nächsten Morgen haben wir dann losgelegt mit einer sehr strukturierten Präsentation zum Thema Podcasten. Ich hatte in den Wochen davor tatsächlich in der Meisterschule von Tom Kaulitz einige schon mitgebracht und vorbereitet, aber einfach so diese Fäden nicht wirklich zusammenfügen können. Und da hat Markus mir dabei geholfen. Wie soll ich sagen? Also einerseits wirklich sehr strukturiert in diesem Apartment, in dem wir gearbeitet haben, also in dieser Ferienwohnung, ist alles da gewesen. Also wir haben da alle Adapter da gewerbt, alle Strippen da gehabt. Also es war einfach ein fantastisches Arbeiten. Und wir haben sehr fokussiert Schritt für Schritt die Sachen gemacht. Markus hat dann die Sachen kurz erklärt und hat dann gesagt, so Andrea, jetzt mach du. Und so habe ich dann die Sachen gleich umgesetzt. Am zweiten Tag hat er zu mir dann gesagt, Andrea, mach dein Mikro an und sprich deine Nullfolge ein. Und ich so, nein. Und er so, ja. Und ich so, nee, ich kann das nicht. Und dann hat er gesagt, wenn du einen scheiß Podcast machen willst, dann machst du jetzt dieses Mikrofon an und du sprichst da jetzt rein. Sonst brauchst du gar keinen Podcast zu machen. Und nahm dann meinen Hund und sein Hund ist in der Runde Gassi gegangen und gesagt, in einer halben Stunde bin ich wieder da. Und dann hast du deine Nuller-Folge eingesprochen. Und ich so, auf keinen Fall, wie soll ich das denn machen? Und ich habe dann angefangen, so sämtliche
Nussvorräte und alles, was essbar war in diesem Apartment, in mich reinzustopfen. Und habe mich dann gefragt, wen denn die Nullerfolge interessiert. Also wen interessiert, was Andrea Patzelt macht oder gemacht hat. Was soll ich denn da sagen? Und ich war also da wirklich überfordert, so kurz vorm Flennen, und habe dann gedacht so, scheiße. Und dann habe ich mir gedacht, ich mach's jetzt einfach. Und dann habe ich das Mikrofon angemacht und habe angefangen reinzusprechen. Und ich habe dann diese Nuller-Folge aufgenommen und es kam so aus mir rausgepurzelt. Das war sicherlich nicht das Beste, was ich hier erzählt habe. Aber es war besonders. Es hat bei mir vor allen Dingen so einen Schalter umgelegt, zu sagen, ich mache die Sachen, ich bringe das auf die Straße, ich traue mich, ich mache. Hat für mich eine unglaubliche Wirkung gehabt, diese Folge. Und als Markus dann wieder kam, war die fertig. Und ich habe dann am nächsten Tag noch eine Folge aufgenommen. Großartig war, ich hatte die Gelegenheit, jetzt in diesen 3 Tagen auch bei Markus, bei seinen Interviews, bei seinen Podcast-Interviews dabei zu sein, bei 2 dieser Interviews, um einfach auch zu hören, wie er das macht, mit welcher Leichtigkeit. Und ich habe so daneben gesessen und dann so, wie macht er das? Und dann habe ich nach 3 Tagen die Schweiz verlassen mit 2 fertigen Podcast-Folgen. Hatte Markus vorher noch gefragt, ob ich die wieder löschen kann. Oh, meine, du hast vom 5-Sterne-Koch ein Rezept bekommen und veröffentlicht das jetzt. Mach das jetzt. Und am 15. Juni, also ein paar Wochen später, nachdem ich mir nochmal überlegt habe, ob ich das jetzt wirklich machen will, und habe ich diese ersten 5 Folgen veröffentlicht, war dann innerhalb von 3-4 Tagen in den iTunes Wirtschaftscharts. Keine Ahnung, wie die iTunes Algorithmen so funktionieren, aber es war so. Die sind auch dann immer wieder verschwunden und dann wieder aufgetaucht. Auf jeden Fall eine unglaubliche Motivation zu schauen, dass das funktioniert. Ich bin jetzt bei Folge 30. Ich habe heute Folge 30 zusammengeschnitten. Und es geht. Also ich kann zusammenschneiden, ich kann es mischen, ich kann es hochladen. Großartig. Also ohne Markus, ohne den Tritt in den Hintern, ich wäre jetzt nicht Podcasterin, sondern ich würde mir hier immer noch überlegen, wie es denn wäre, einen Podcast zu haben. Also, wenn du die Gelegenheit hast, mit Markus Habermehl zu arbeiten, mach das. Also er ist nichts für sanfte Seelen. Also Markus ist schon jemand, der klar spricht, der die Sachen beim Namen nennt, der keine Angst hat. Für mich ist das großartig. Also weil ich kann mit so jemandem hervorragend arbeiten, der lässt mich nicht ausbüchsen. Er erkennt sofort, ob das eine Ausrede ist oder ob das stimmt. Ja, und es war fantastisch. Also mach das. Viel Spaß bei deinem Podcast. Alles Gute. Deine Andrea.